Naja, also komm, Junge, ich meine, man muss ja auch mal irgendwie auf dem Teppich bleiben, ja. Hat er mit Ach und Krach hat er seine Schule zu Ende gebracht. Ja, mittlere Reife, er schummelt. Nun macht er den Lehrer Wassertechnik. Na gut, da zieht nicht gerade die Wurst vom Tisch, ja. Nur bin ich letzte Woche durch Zufall, komm, ich finde nach 8 komm ich in sein Zimmer rein. Da liege ich da gemütlich in der Profi. Ich sag mal, Atze, hast du irgendwie ihn an der Waffel oder was? Ja, du musst doch mal aufstehen hier. Sagt er, och, ich stehe morgen um 6 Uhr auf, egal wie spät es ist. Ja, ich sag mal, bist du irgendwie völlig bepuppt oder was? Ich habe mir den Arsch aufgerissen, ich bin mit dir zu Herrchenröder und so. Das ist so ein Berufsbegleitungschef aus der Ecke. Bin ich zu Herrchenröder, ich hab dir den Blaumann gekauft mit Watte in und die Silberschuhe und mit den Kappen und weiß der Henker was alles. Hab ich zu ihm gesagt, das kann doch wohl überhaupt nicht wahr sein. Ja, was ist denn das für eine Nummer hier? Du musst mal aufstehen, Handwerk hat goldenen Boden. Hör mal, du hast hier Wassertechniker gelernt. Das ist doch eine wunderbare Sache, das ist doch ein toller Beruf. Außerdem liegt ja mal was ab. Ohne Wassertechniker gibt's keine Häuser. Ohne Häuser gibt's keine Dächer, wo du deine verpissten Sachen runterlegen kannst, ja. Handwerk hat goldenen Boden. Hab ich gesagt, jetzt stehst du auf. Da sagt er zu mir, pass mal auf, Handwerk hat goldenen Boden, Papa. Dann nehme ich einfach lieber gleich den goldenen Boden. Ja, was ist denn das für eine irrelevante, asoziale, also hanebüchene Bemerkung, ja? Dann nehme ich gleich den goldenen Boden. Sag mal, hab ich gesagt, sag mal, Atze, bist du bescheuert oder was? Ja, ich habe gesagt, ich reiß mir den Arsch auf deine Mutter und ich, wir haben seit 5 Jahren keinen Urlaub gemacht, ja? Kick dir mal um in dein Zimmer, was du alles hast. Du hast einen Computer, du hast Video, du hast eine Stereo-Voranlage. Du gehst immer in der Woche, gehst du zum Kung-Fu, ja? Und dann in deine komische Techno-Disco oder weiß der Henker was, ja? Deine Mutter will sich seit 3 Jahren, wünscht die sich einen Kunstpelzmantel, ja? Hast du noch die Stirn, sag ich zu ihm, Benedikt, du hast die Stirn deiner Mutter an Heiligabend zu sagen, Mutter, was machst du denn mit dem Kunstpelzmantel, ja? Bei deinem komischen Einkopf hab ich so ein Belach auf der Zunge, das ist hier noch Pelz für den ganzen Haushalt, ja? Ich glaube, ich spinne, hab ich zu ihm gesagt, 45. Ah ja, 45 hab ich zu ihm gesagt, da hatten wir nichts, ja? Du, was weißt du denn von Leuten, die nach dem Krieg nicht hatten, ja? Du bist doch hier, du machst hier den Atze, ja? Ich sage, das kann ja wohl überhaupt nicht wahr sein, ja? Ich sage, sagt er auch, Mensch, aufstehen ist Folter. Sag, pass mal auf, in Nicaragua wird gefoltert, in Chile wird gefoltert, ja? Ein armseliger Kaffeepflücker in Brasilien kriegt 15 Pfennig am Tag. Da nimmst du einmal deine Marlboro, ja? Und ziehst einmal die 15 Pfennig rein, da ist das Thema durch. Ja, da findest du das irgendwie lustig, oder was? Ich meine, das ist die gleiche Tour wie der Benedikt auch. Der schließt sich das ganze Wochenende in sein Zimmer ein und sagt, wenn ich nicht 100 Mark Taschengeld kriege, dann komme ich hier nicht mehr raus. Ihr habt doch alle einen an der Waffe, ihr jungen Leute. Sag mal, könnt ihr nicht mal, ihr redet doch aneinander vorbei. Das ist doch dummes Zeug. Könnt ihr nicht mal auf ihn hören, der das erlebt hat? Das ist alles Quatsch. So Banane, was soll denn der ganze Blödsinn hier? Wie undankbar, nachdem ich dir so oft das Leben gerettet habe.